Willkommen zum zweiten Legendenvideo über Leaks, alte Leaks, die schon Jahre her sind. Habt ihr euch gewünscht, heute ist Chester dran. Ich habe bewusst mal dieses Bild eingeblendet. Ich habe vor ewigen Monaten über Chester schon mal berichtet. Ich habe jetzt noch mal die Fähigkeit für euch und diese Legende gefällt mir tatsächlich extrem gut und ich werde euch jetzt hier schon mal Gameplay zeigen. Zum einen, Moment, macht keinen Sinn. Ich lese euch erstmal die Fähigkeiten vor. Passive nennt sich Rewired, neu verdrahtet zu Deutsch. Chester kann jede Granate, die er in seinem Inventar hat, umwandeln und in eine Annäherungsmine verwandeln, die an Oberflächen haften bleibt. Kennen wir aus COD, Semtex-Granaten. Und Annäherungsmine verstehe ich so, erst wenn ein Gegner näher kommt, ähnlich wie bei einer Claymore-Granate oder Claymore-Mine besser gesagt, erst wenn der Gegner zu nah ist, explodiert dieses Ding. Ist auf jeden Fall schon mal heftiges Ding. Passiv bedeutet für mich aber, es könnte sein, dass die Granaten, die du im Inventar hast, vielleicht automatisch sogar schon in eine Annäherungsmine verwandelt werden. Die taktische Fähigkeit, da hätte ich ursprünglich gesagt, Mensch, das passt eigentlich eher zu einer ultimativen Fähigkeit. Und zwar blende ich die einfach mal ein. Die nennt sich Spectre Drop. Sieht so aus. Das ist natürlich geleaktes Gameplay. Das ist noch nicht 1A 100%. Da kommt so ein Drop runter. 3 Kapseln sind da drin, die gehen dann auf. Das ist wie gesagt nur geleaktes Gameplay, was jetzt aber noch nicht final fertig ist. Theoretisch würden da jetzt 3 Spectre rauskommen. Die sehen im Endeffekt so aus wie der Kollege, der hier gerade selber steht. Ungefähr, kennen wir aus vielen verschiedenen Apex Legends Trailern auch schon, die Spectre oder aus den IMC Armories von Stormpoint gegen diese Roboter, das sind die Spectre. Und die überwachen ein kleines Gebiet und du kannst nur eine Kapsel abwerfen. Wenn du eine zweite wirfst, werden die anderen aufgelöst. Das wird ein kleines Gebiet sein, wo die wahrscheinlich so ein bisschen Gegenfeuer leisten und so ein bisschen was überwachen. Das klingt schon mal nach einer Fähigkeit dafür, dass es eine taktische ist, einer ziemlich heftigen taktischen Fähigkeit. Und die ultimative Fähigkeit, die, da mache ich den Trailer nochmal an, spule mal ein bisschen rein, nennt sich Cloakfield oder Tarnfeld. Das ist ungefähr so in der Größe der Gibby-Bubble, wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Kleiner, guckt es euch mal an. Ja, ich würde sagen ein bisschen kleiner und ihr könnt selber sehen, die Legende wird unsichtbar und auch die Legenden unserer Teammates, die sich in dieser Kuppel befinden, werden ebenfalls für 6 Sekunden unsichtbar. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass wir in diesen 6 Sekunden wahrscheinlich auch feuern können und somit... Ja, das schon mal eine ziemlich heftige Geschichte ist. Was interessant ist, erinnert euch ans letzte Video, Commander Scryer, schaut das gerne nochmal. Und da habe ich euch den Trailer gezeigt, der vor ewigen Monaten rauskam. Der Stories from the Outlands Trailer rund um Bangalore, wo ihr direkter Vorgesetzter gegen Bangalore direkt kämpft, weil sie einen Kollegen verteidigen will. Und dieser Commander Scryer, der wird unsichtbar und bewegt sich auch unsichtbar. Das könnte sich jetzt hier so ein bisschen überschneiden, dass falls Scryer kommt, er vielleicht diese Unsichtbarkeitsfähigkeit bekommt. Das könnte aber auch einfach bei Chester bleiben und für das gesamte Team fähig, für das gesamte Team sein. Vielleicht bekommt Commander Scryer trotzdem diese Unsichtbarkeitsfähigkeit. Unsichtbarkeitsfähigkeit, das passt das Wort. Und Chester bekommt es halt fürs gesamte Squad. Müssen wir mal sehen. Ich finde auf jeden Fall klingt Chester nach einer Legende, die sehr, sehr interessant ist und taktisch auf jeden Fall einiges drauf hat, was wir mit anderen Legenden so nicht machen können. Wie immer bin ich auf eure Meinung gespannt. Freut euch aufs nächste, auf insgesamt noch mindestens 13 weitere Videos dieser Art. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao.